Plus noch ein gratis Geschenk, das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jasmina und heute werden wir gemeinsam den Douglas Adventskalender für das Jahr 2024 gemeinsam unboxen. Ich hatte die letzten 2 Jahre immer den Douglas Adventskalender und ich war immer sehr zufrieden mit ihm. Wir haben hier einen Warenwert von 400 Euro. Mich hat der Adventskalender dieses Jahr gekostet 69,99 € und ich habe direkt bei Douglas bei der App bestellt und habe noch zusätzlich ein Geschenk bekommen. Ich habe geglaubt, man kann sich entscheiden zwischen Rituals of Karma oder eine Probe von Dr. Hauschka. Scheinbar haben sie mir diese 2 reingelegt. Auf jeden Fall habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber ich glaube eher, dass das eher eine Probe ist und das das Geschenk. Ich weiß nicht, ob es bei Deutschland auch so ist in der App. Müsst ihr nachschauen. Auf jeden Fall, wir in Österreich haben sogar ein Ritual-Set bekommen. Und es ist das Ritual of Karma, das Hydro Boost. Und das mag ich. Das spendet sehr Feuchtigkeit. Und wir haben hier Größen von 70 ml, perfekt für Schwimmbad oder für Reisen. Auf jeden Fall ein richtig schönes Geschenk, muss ich sagen. Das hat es letztes Jahr noch nicht gegeben. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du mich abonnierst, kostenlos. Somit verpasst du eventuell vielleicht auch die nächsten 2 oder 3 Adventskalender nicht. Mach ihn hier auf mit einer Schleife. 1, 2, 3. Tada! So schaut der Douglas Adventskalender auf. Er ist zum Aufklappen. Schaut sehr schön schlicht aus, würde ich sagen. Und wenn ich hier das so hinten schon lese, sind richtig gute Marken. Peter Thomas Roth, Sol de Janeiro, Neonelli sind sogar dabei. Letztes Jahr war es nicht dabei. Auf jeden Fall würde ich sagen, lassen wir den Adventskalender hier und werden ihn dann schön unboxen. Und zwar... Die Nummer 1 lächelt mir schon ein bisschen so entgegen. Ich werde mal die Kamera ein bisschen so schieben. So, genau, damit wir genau den Adventskalender im Blick haben. So, ja, ich habe ein bisschen aufgebaut. Ich hoffe, das haltet. Wie gesagt, das ist jetzt mein erstes Video 2024. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Und zwar, das ist gleich die Tür Nummer 1, etwas längliches. Und hier haben wir von Rituals haben wir eine Handcreme. Wir haben hier Rituals of Sakura, eine Handbalsam ist das. Schaut es euch mal an. Das kostet beim Rituals schon um die 5,59 Euro. Je nachdem, ob ihr Österreich oder Deutschland ist, tut sich das variieren 10 Cent oder 20 Cent. Auf jeden Fall, das ist eine Originalgröße und wir haben hier 70 Milliliter. Und ich muss sagen, Rituals of Sakura mag ich sowieso und ich finde das schon, es fängt schon richtig, richtig gut an. Ich werde euch die Preise dann einblenden, sobald ich weiß und sehe. Es ist nämlich Reismilch und Kirsche dabei, also Cherry Blossom. Genau, das ist das erste. Ich muss sagen, das erste Produkt gefällt mir richtig gut. So, das zweite Produkt, oh mein Gott, ist das süß, Leute. Wir haben hier einen Beauty Blender. Und diese Marke Beauty Blender ist eine richtig gute Marke. Ich habe sie schon sehr oft gesehen bei uns in Müller. Ich glaube, da kosten die Make-up-Schwämme schon sehr teuer, bis 15 bis 20 Euro. Und das eignet sich super für unter die Augen. Ein sehr, sehr weiches Produkt. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe das schon oft gesehen, aber mir war ein bisschen zu teuer. Und deswegen, Leute, ich freue mich wirklich sehr. Super. Dass ich auch einmal andere Möglichkeiten habe. Das dritte Produkt ist von Dr. Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Glow Mass Hydrating Gel. 20% Hyaluronic and Complex. Genau, das ist eine feuchtigkeitsspendende Maske in einer Gelform. Finde ich auch super gut. Ich werde auch schauen, dass ich in den Shorts immer wieder auch die Sachen teste für euch. Und wir haben hier, ich glaube, da kommt man 1-2 Mal locker aus. Super gut. Gerade im Winter, wenn man so Feuchtigkeitsverlust hat. Von der Nummer 5 haben wir von Neonails ein Nageltürchen Nummer 6. Und das ist ja auch Niccolo.
Und ich muss sagen, wenn man zum Nicolo die Babo Ampullen öffnet, ist das richtig gut. Das sind Kollagenbooster. 7 Ampullen zu 2 Milliliter. Und das ist richtig gut. Somit hätte man sofort auch eine Kur. Denn man sollte diese Ampullen auch nicht nur einmal verwenden. Man sollte dann das 5 bis 7 Tage machen. Ich mache das immer so. Manchmal sind mir die Ampullen auch ein bisschen viel zu groß, würde ich sagen. Und mache das dann so, dass ich die Ampullen dann auf 2-mal aufteile. Je nachdem, ob man zum Beispiel mehr will oder weniger. Für mich reicht das. Dadurch, ich hier so eine super tolle Kappe noch habe, kann ich die immer gut zumachen. Und Leute, die alleine kosten schon zwischen 22 und 29,99 und die sind richtig gut, denn Kollagenbooster kann nie schaden. 7 ist von Mesaudus ein Gloss Matrix Lipgloss. 5 Milliliter, so schaut das Ganze aus. Mesaudus Milano ist eine gute Marke. Ich habe von denen ein Puder, was ich sehr liebe und sehr feiere. Und jetzt schauen wir, das ist aber schön. Das ist ein richtig schöner Gloss, Leute. Schaut einmal her. Ja, und da ich jetzt eh auch ein bisschen Gloss brauche, werden wir das auf jeden Fall mal testen. Schaut einmal her. Und wisst ihr, was das Angenehmste ist? Er riecht so gut. Ich habe noch nie so einen guten Gloss gehabt, der so gut riecht. Schaut einmal, wie glänzend er die Lippen macht. Also finde ich richtig gut. Was soll ich sagen? Richtig gut. Mir gefällt es richtig gut. Gloss Matrix in der Farbe 101 Glosset. Und ich muss wirklich sagen, super. Der kommt auf jeden Fall auch zu meinen Essence Lippenöle. Den sowas möchte ich, verwende ich ja sehr gerne, wie ihr wisst. Ich habe immer die günstige Variation von Essence, die aber wirklich sehr gut ist für den Preis. Und das ist auch so toll. I love it. Ich liebe das, wenn die Lippen matt sind und dann ein bisschen so drauf. Das ist richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, da bin ich jetzt wirklich positiv überrascht. Und der Geruch, einfach wirklich so wie Vanillekekse oder irgendwelche Kekse riecht es. Aber es ist total angenehm. Ich bin wirklich überrascht. Da bin ich jetzt wirklich happy. So, Türchen Nummer 8. Türchen Nummer 8 haben wir gehabt. Wir haben noch nicht gehabt, Türchen Nummer 8. Wir haben hier etwas. Und ich glaube, dass ich das schon kenne. Das ist nämlich von der Marke Disworks. Ich glaube, dass ich sowas Ähnliches mal gehabt habe in meiner Box. Und zwar, das ist ein Spray, damit man besser schlafen kann. Deep Sleep. Genau, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Genau, erholsame Kopfkissenspray. Also man soll das quasi, den Spray soll man dann quasi anwenden. Kissen oder Bettdecke vor dem Schlafengehen einsprühen. Genau, damit man halt besser schlafen kann, finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe diesen Spray schon einmal und ich muss wirklich sagen, ich werde ihn auch wirklich jetzt einmal hinstellen bei meinen Schlafkissen und werde wirklich mal schauen, ob man dann besser vielleicht ein bisschen schlafen kann. Ich werde es einmal am Wochenende testen und werde euch einen Aufgebrauch berichten. Finde ich nicht schlecht. Genau. Riecht nach Lavendel, genau. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Freund von Lavendel, aber wenn man damit gut schlafen kann, sage ich immer, why not? So, jetzt kommen wir zum Türchen Nummer 9. Nummer 9 ist da. 9, Leute, oha, ist eine richtig große von Dr. Hauschka. Daily Hydrating Augencreme. Das ist aber richtig super. Leichte Feuchtigkeit spendete, beugt Fältchenbildung vor. Also ich muss wirklich sagen, das ist wirklich nicht schlecht. Und ich habe von dieser Marke sehr Gutes gehört. Deswegen wird das auf jeden Fall in mein Badezimmer kommen. Und wir werden auf jeden Fall, wenn ich die nächste Beauty-Routine mache, werde ich das einmal einbauen in meiner Augenpflege und werde euch dann berichten. Jetzt einmal da drinnen. Wow, wow, wow. MAC. Wir haben hier von MAC etwas. So, ich werde mir das nächste Mal so eine kleine Pinzette nehmen. Oh, ich hoffe, der fällt jetzt nicht runter. Dann fällt mir das leicht. Ein Lip Pencil, super.
Ich muss sagen, dass ich von MAC nur einen habe und der ist schon so alt, der Lip Pen. Also bin ich sehr froh und ich muss auch sagen, das, was ich jetzt so sehe, muss ich sagen, ist die Farbe richtig, richtig gut. Und wir haben hier nicht einen kleinen Stift, sondern wir haben hier eine Originalgröße. Leute, schaut euch einmal, wie groß dieser Freund ist. Wir haben einen richtig großen MAC Lip Liner in einer wunderschönen braunen Farbe und diese Farbe kann man super toll nützen, denn sobald man einen Gloss hat und so, also ich habe heute von Essence einen und ich glaube, der war fast in derselben Farbe, nur dass der ein bisschen dunkler ist, aber ich muss schon sagen, toll. Und ich glaube, wenn wir diese zwei Sachen kombinieren, glaube ich, das kann sicherlich gut ausschauen. Ich sage euch noch schnell gerne die Farbe, falls ich die jetzt noch schnell finde. Und zwar in der Farbe Whirl. Mit W. Habe ich was gefunden von dem Toner. Der 1-2-3 Magic Toner reinigt und spendet Feuchtigkeit und bereitet die Haut auf die nachfolgende Pflege vor. Das heißt, wenn man den Toner aufgibt, kann er dann vorbereitet sein für die weiteren Skincare. Finde ich gut. Und ja, den kenne ich noch gar nicht, aber ich weiß, dass diese Produkte von 1-2-3 richtig, richtig gut sind. Jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 12 und Türchen Nummer 12 ist für mich immer etwas Besonderes. Da ist immer an dem Tag mein Geburtstag, also jetzt hoffe ich, dass da etwas Schönes drinnen ist. Und so, ja, juhu, das habe ich mir schon so sehr gewünscht. Und zwar, ihr wisst ja alle, dass ich immer wieder von Temu diese günstigen Puffer bestelle und jetzt habe ich so schöne Puder habe ich und ich bin wirklich froh, denn dieses Mini Miracle Puder Puff sollte ja so gut sein. Wir haben hier bitte 3 Stück drinnen und ich glaube, dass das beim DM eine Zeit lang war und der Aufständer war wieder weg. Vielleicht gibt es das wahrscheinlich in Müller oder in größeren Parfümerien, aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr gespannt und es schaut auch sehr, sehr weich aus. Also ich bin wirklich so froh. Also die Türchen Nummer 12 hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich muss wirklich sagen, die wollte ich schon kaufen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte irgendwie nicht 12 oder 13 Euro ausgeben. Aber die kann man ja immer wieder auch waschen, weil die haben hier vorne so eine Schicht. Und dann diese Weiche. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Und ich muss wirklich sagen, bis jetzt hat mich der Adventskalender diese 12 Türchen, wir haben jetzt Halbzeit, bis jetzt ist er richtig gut. Okay, was ist denn das da? Ist das jetzt eine Creme? Wow, ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr irgendwelche Produkte nicht mögt, ja, so 2 oder 3 Produkte, dann könnt ihr die ja gerne verpacken und könnt das gerne mal jemandem schenken. Ich glaube, sich irgendjemand sicher darüber freut, über welche Beauty-Produkte, die ihr vielleicht nicht verträgt oder so. Oder vielleicht gebe ich auch manche in Verlosungen rein oder schenke es Freundinnen. Oder Weihnachten kommt ja auch bald vor der Türe. Und jetzt haben wir hier etwas. Und zwar, diese Marke kenne ich überhaupt nicht. Polnisch Face. Das hört sich so an, wie wenn das ein mit Pink Grapefruit Pamel Mousse Rose Extract. Das ist, Leute, wenn es mich nicht täuscht, ein Peeling. Dieses Peeling ist, bekämpfen Sie die Unreinheiten sanft mit einem reinigen Gesichtspeeling von Grow. Die Haut fühlt sich geschmeidig und erfrischend an und ist perfekt auf die Feuchtigkeitspflege vorbereitet. Genau, also wie gesagt, das ist ein Peeling und es schaut wirklich aus, dass das eine sehr, sehr, sehr hochwertige Marke ist. Also ich kenne diese Marke überhaupt nicht und ja, schaut es mal an, das schaut so aus wie eine Zahnpasta, also sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also ich bin auf die Augencreme und auf das Peeling heute schon sehr gespannt. Jetzt bräuchten wir noch eine coole Tagescreme und könnten dann gleich Skincare betreiben. So, jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 14 und Türchen Nummer 14 ist hier in so einem länglichen Flakon. Ich muss mir das mal durchlesen. Der Duft Fire ist eine einzigartige Mischung aus Meeresbrise, Sandelholz und sinnlichen Moschusnoten. Na, da bin ich jetzt einmal gespannt, wie diese Mischung ist. Man riecht jetzt schon, es ist ein starker Duft. Das ist wirklich nicht mein Duft.
Das ist eher so ein Herrenduft, würde ich sagen. Also der Duft mag ich nicht, aber er entwickelt sich dann anders. Interessant. So, ihr Lieben, und ich bin so sowas von happy. Diese Bobbi Brown Mascara habe ich einmal geschenkt bekommen. Und ich muss sagen, ich verwende die so gerne, diese Bobbi Brown Mascara. Und ich bin so froh, dass ich sie jetzt wieder habe in dieser Mini-Größe. Ich habe sie einmal geschenkt bekommen und Leute, das ist eine Mascara, die trennt die Wimpern, sie verklebt nicht, sie verklumpert nicht. Diese Bobbi Brown Mascara ist richtig, richtig gut. Und wer den Douglas Adventskalender hat, probiert das gerne mal aus. Die Mascara ist richtig gut. Ich mag das Bürstchen und ich will es jetzt nicht öffnen, damit wir halt nicht Luft bekommen. Aber ich habe viele Mascara getestet. Ich finde diese Mascara und die Mascara von NARS finde ich gut und die von MAC finde ich gut. Ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich positiv überrascht, weil Bobbi Brown ist eine gute Marke und die Mascara habe ich schon und ich bin so happy, dass ich jetzt noch eine im Backup habe, weil die ist richtig, richtig gut. Ja? Ich muss wirklich sagen, der Adventskalender ist wirklich super für den Preis. Jetzt kommen wir zum Türchen Nummer 16. 16 ist auch eine super gute Marke von der Marke Madara. Schaut mal her, das ist eine super Marke. Ich habe oft von denen Positives gehört. Ich habe sie persönlich noch nicht getestet, aber ich sehe immer wieder, dass diese Marke gehypt ist und dass es ein Retinol-Serum ist das, ja. Und zwar das Retinol-Serum, das ist ein Power-Serum, der die Falten minimiert. Und da muss ich wirklich sagen, top. Also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich werde heute am Abend Skincare machen und werde euch auf jeden Fall auf Instagram oder in den Shorts hier ein Reel also machen. Schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren, ob ich da ein extra Video machen soll oder Shorts. Aber ich glaube, Shorts gehen schneller und da schauen sich auch mehrere Leute an. So, ich bin wirklich von diesem Adventskalender wirklich, wirklich begeistert. Ich habe gedacht, dass nicht alles gut ist, aber wenn ich mir das jetzt alles in Ruhe anschaue, muss ich wirklich sagen, top. So, jetzt haben wir die Türchen Nummer 17 des Lippen-Make-ups mit dem Power Liquid Lipstick von Lila mit einzigartiger Formel für langhaltiger Wirkung. Genau, diese Marke Lila hat es bei uns in Douglas nichts gegeben. Ich glaube, die Marke Lila und die Marke Charlotte Tilbury und solche Sachen haben sich mit der Zeit bei uns in den Douglas-Filialen eingeschnurrt. Das ist aber eine schöne Farbe. Und das testen wir jetzt, weil es ist genau so, wie ich es hier so habe. Das ist eine schöne Farbe. Leute, das ist genau die Farbe, die man sich für den Alltag oder so wünscht. Also ich kenne lila Kosmetik gar nicht und deswegen freue ich mich umso mehr. Die Farbe ist richtig schön und die passt super toll zu meinem Augen-Make-up. Also ich weiß nicht, aber ich muss sagen, Douglas hat das richtig, richtig gut gemacht. Oh mein Gott, Leute, wir haben Ariana Grande mit diesem pinken Inhalt und schaut euch diese wunderschöne Wolke an. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal das Glück und bekomme noch die blaue. Ich liebe die blaue wirklich über alles. Ich habe schon zwei Flaschen leer gemacht und wirklich so happy, dass ich mir den Adventskalender gekauft habe. Jetzt kommen wir zur Türchen Nummer 20 und Türchen Nummer 20 ist die Marke von Gitti. Ich muss sagen, jein. Wie gesagt, das ist eine wunderschöne Farbe für Weihnachten, ja. Aber dadurch ich jetzt eh auch so viele Nagellacke habe und sehr viele auch mit Shellack arbeiten und Strips und so, ich verstehe es ja, aber trotzdem, ich meine, die Farbe ist auch wirklich schön. Das ist eine einzigartige Farbe, auch so dieses Dunkelbraun. Die haben es ein bisschen so aufgepeppelt. Das ist nicht so ein richtiges, so ein bisschen Braun-Bordeaux, seht ihr das? Ich finde die Marke nicht schlecht. Das ist vegan in der Farbe 185, wenn man einen schönen Lippenstift dann hat und das schaut das richtig top aus, ja. Wie gesagt, für jemanden, der Nagellack liebt, ja, aber dadurch ich auch so viele schon habe von die Essie und so, hätte ich mich was für das anderes gefreut, aber das ist wirklich Make-up auf hohem Niveau. Und wie gesagt, ich werde die Farbe testen und werde einen braunen Lippenstift geben und werde euch auf jeden Fall wieder berichten, wenn ich ein YouTube-Video mache, wann ich die Marke raufgebe. Und Gitti ist eine gute Marke, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr langer
Essi-Nagellack-Typ-Fan, weil ich sie jahrelang verwende und bei mir die Essi immer absplittern am dritten, vierten Tag. Deswegen mag ich die Essi und ich mag auch die Essi-Adventskalender, weil man sich da ja auch sehr viele spart, ne? Genau, ihr Lieben, auf jeden Fall, da war mal ein Nagellack, den hatten wir letztes Jahr in einer anderen Farbe. Dieses hier mal ist es ein bisschen so eine festliche Farbe, würde ich sagen. Genau. Türchen Nummer 21. Und zwar glaube ich, dass das von der Marke Florenna ist. Florenz heißt das, genau, Florenz, sorry. Und zwar habe ich diese Marke bei uns in Douglas erst entdeckt seit 2 oder 3 Monaten, oder ist die erst im Sommer eingezogen? Bei uns in Österreich zumindest habe ich sie nicht entdeckt, aber ich habe gehört, dass diese Marke auch eine gute Marke ist. Ich kenne diese Marke nur vom Sehen, habe sie aber bis jetzt noch nicht getestet. In Sephora war sie sehr beliebt, da gab es vieles an Skincare und ich möchte diese Marke auf jeden Fall testen. Das ist eine Face Moisturizer Creme. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Creme, Gesichtscreme Kommen wir steht schon da nur zu drauf. Türchen Nummer 22 und irgendwie schade, das hätte so weitergehen können. Schade, Marmelade. Okay, Maskind VIP. Ich weiß, dass diese Masken nicht immer günstig sind. Also die kosten schon 3 bis 6 Euro circa. Und wir haben hier Augenpads. Aha, das ist ein Augenpads haben wir hier. Und das ist das Skin VIP. Ich werde euch alle Produkte in den Shorts testen. Wenn ich sie für mich teste, dann denke ich mir, dann schnappe ich die Kamera und teste für euch, weil ich mir denke, dann habt ihr etwas und könnt euch auch natürlich auch immer freuen. Weil das ist jetzt die letzten 2 Produkte noch. Hoppala. Und da haben wir von Soeva haben wir, was ist das? Eyeliner Metallic Haselnuss. Okay. Das ist etwas, was sehr cremig ist. Das ist ein Augenbrauen. Ich könnte mal ganz kurz. Er malt schön. Er ist nicht schlecht. Er verschmiert nicht. Er ist schön dezent. Also es ist jetzt nicht dieses schwarze, sondern es ist schöner brauner Haselnuss-Eyeliner. Also finde ich gut. Also ich freue mich. Ich habe schon gedacht, vielleicht kommt jetzt ein Lip Liner. Und es ist auch von der Marke Velvet Love. Genau. Ja, letztes Mal hatten wir von Soeva einen Bronzer und den fand ich richtig gut. Den habe ich letztes Jahr wirklich durchgerockt, weil ich den richtig gut gefunden habe. Das war so ein aschiges Braun, nicht so ein richtiges Braun, sondern ein richtig schönes aschiges Braun. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt leider zu Türchen Nummer 24 und ich glaube, dass ich weiß, was mich auf dieses Türchen erwartet. Ich glaube, wir hatten ja noch eine Miniatur und da bin ich sehr gespannt, weil diese Miniatur. Kommen wir jetzt leider zum letzten Produkt. Oh mein Gott, wie süß ist bitte das denn? Die Flasche schaut so, so schön aus. Hoppala, hoppala, hoppala. Und zwar, wir haben von MCM einen wunderschönen Duft. Die haben ja auch wunderschöne Taschen. Und Leute, ihr wisst ja, ich liebe Pink und das ist richtig schön. Ich bin gespannt. Wir hatten letztes Mal eine schwarze Tasche, also schwarzes Parfüm. Und der hat mir gar nicht gefallen. Und wir werden uns jetzt einmal durchlesen, welche Noten da drinnen sind, damit ihr euch ein bisschen besser ein Bild machen könnt. Ich lese euch jetzt einmal vor, was da drin ist. Handverlesene Mairose, Aprikosennektar und sinnlicher Ambrette eröffneten MCM Crush und landen durch lebendiger Blüte in einer verspielten Welt der Schönheit ein. Also wie sollte Mairose sein und Aprikosennektar? Hört sich auf jeden Fall süß an und ich bin so froh, denn das ist jetzt ehrlich gesagt meine dritte, also mit dem ist meine dritte. Das ist aber sehr guter Duft. Das ist das erste Mal, dass mir der Duft von der Marke gefällt. Ich hatte nämlich einen braunen, einen dunkel, der gerochen hat wie Männer
Und das ist das erste Mal, das ist so ein süßlicher, sinnlicher Duft, wie wenn du zum Beispiel auf der Wiese gehst und du hast jetzt Aprikosen bei dir und Rosen. Das ist so eine Mischung zwischen süß und frischer Rose. Und das mag ich. Und es hat so ein bisschen diesen, wenn man dann länger schnuppert, auch so ein bisschen wie ein kleiner Weichspüler, so mit Rose und Aprikose. Also ein richtig süßer Duft ist das. Und wie gesagt, er verändert sich ja auch mit der Haut, aber er ist nicht schlecht. So richtiger Frühlingsduft ist das. Auf jeden Fall bin ich positiv überrascht. Ja, meine Lieben, mein Feedback zu diesem wunderschönen Adventskalender. Wir haben hier einen Warenwert von 400 Euro. Wir haben hier hochwertige Produkte. Wir haben hier einige Produkte, die wir in der Drogerie bekommen, aber die meisten Produkte kriegen wir in Douglas oder in verschiedene Parfümerien, ja. Meine Highlight vom ganzen Adventskalender sind auf jeden Fall dieser wunderschöne MAC Lip Liner. Die Farbe ist richtig toll. Das ist auf jeden Fall einmal mein Highlight. Dann auf jeden Fall, wie gesagt, kriegt man das in der Drogerie auch ab und zu. Das wollte ich schon immer testen für unter die Augen. Das ist auch etwas, wo ich sagen kann, kann ich gut gebrauchen. Der wunderschöne Sol de Janeiro Duft in der Note, in der Nummer 59 habe ich ihn groß und deswegen finde ich das super. Das ist nämlich Vanille, Orchidee und das ist ein richtig guter Duft. Wie gesagt, ich möchte mir sogar auch die Bodycreme zulegen. Das ist super. Wenn meiner leer ist, habe ich dann wenigstens noch etwas im Petto. Die drei fangen ja mal gut an. Ariana Grande sowieso. Nicht jetzt nur, weil die Flasche süß ausschaut, weil ich die ihre Dufte auch wirklich mag. Diese sind auf jeden Fall jetzt einmal schon die vier meine Highlight. Was natürlich jetzt noch mein Highlight ist, ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser wunderschöne Mesaurus Lipgloss wirklich vom Geruch her und so wirklich toll, toll, toll. Der Lippenstift, was ich jetzt oben gehabt habe, schaut richtig schön aus. Und so eine Farbe habe ich schon länger gesucht. Also diese zwei Kombi wirklich perfekt, ja. Dann, was ich auch super finde für meine Sammlung, ich werde mir auf jeden Fall kurz vor meinem Geburtstag eine 7-tägige Kur machen und werde euch dann berichten, ob ich vielleicht ein paar Jahre jünger ausschaue. Auf jeden Fall, ihr Lieben. Das ist das, was ich sagen kann. Ich bin wirklich positiv überrascht. Produkte, wo ich jetzt schon neugierig bin zum Testen, ist das da. Das bereitet mir vor für meine Gesichtscreme. Dann diese wunderschöne Anayake, eine sehr teure und gute Marke. Das ist eine Nachtmaske. Das ist eine Balsammaske für die Nacht. Dr. Hauschka. Augencreme kann man immer gut gebrauchen, eine Augencreme und dann Concealer feuchtet unsere Augen, kann man immer gut gebrauchen. Auf diese zwei Produkte bin ich sehr gespannt. Die sagen mir jetzt gar nichts. Das sind einmal dieses Grow, das kenne ich überhaupt nicht, und es ist einmal Madara, habe ich nur Positives gehört. Von der Marke Florence kenne ich auch noch gar nichts, bin ich wirklich sehr gespannt. Und ihr Lieben von der Bobbi Brown. Von der Bobbi Brown, das ist jetzt schon mein Favorit. Und die anderen Produkte finde ich so, so, aber ich werde es jetzt von testen. mir. Schreibt es mir unbedingt in den Kommentaren, wie findet ihr diesen Adventskalender? Ich muss sagen, für das, dass ich nur zwei Flop-Produkte habe, sechs Produkte, die ich feiere und den Rest auch testen möchte, finde ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt für diese 69 Euro und ich habe noch ein Gratisgeschenk. Also Leute, was will man mehr? Wunderschönen Tag und schreib mir unbedingt in den Kommentaren, wie du diesen Adventskalender findest und wir tauschen sich gerne in den Kommentaren aus. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Tschüssi, Baba!